Ich begrüße heute ganz herzlich Anne Heinz im Interview. Hallo Anne. Hallo Stefanie, grüß dich. Ich freue mich, dass du da bist und dich bereit erklärt hast, ein paar Fragen zu beantworten, und zwar als Expertin zum Thema Hochsensibilität, auch zum Thema Partnerschaft und Sensibilität. Und ich fand das ganz schön, als du geantwortet hast oder irgendjemand aus dem Team hat geantwortet, dass es eines deiner Lieblingsthemen wäre. Ja, klar. Und da habe ich jetzt gleich gedacht, da würde ich gerne mit einsteigen. Warum ist denn das Thema Partnerschaft und Sensibilität eins deiner Lieblingsthemen? Schau mal, weil da der größte Zündstoff liegt. Ganz einfach. Die Quelle fürs größte Glück und die Quelle für den größten Zündstoff liegen da. Es gibt zwei große Lebensbereiche, wo wirklich viele Konfliktpotenziale herrschen. Das eine ist Beruf, Hochsensibilität und Beruf, und natürlich Hochsensibilität und Partnerschaft. Da, wo wir die meiste Zeit mit verbringen, wir nehmen das erstmal rein zeitlich, und bei Partnerschaft natürlich, wo wir die meisten Gefühle investieren. Mhm. Und Gefühle sind ja nun das Fruchtwasser der Hochsensiblen und Hochsensitiven, die wahrnehmen, die viel spüren. Deswegen hat die eine Partnerschaft nochmal eine andere Bedeutung als für Normalsensible oder Menschen mit Alexithymie. Ja. Kannst du vielleicht mal kurz den Begriff Alexithymie nochmal erläutern, für alle, die es nicht kennen? Alexithymie ist die Gefühlsblindheit. Ja, das ist das krasse Gegenteil, hochsensibel. Ne? Wir haben die große Verteilung. Wir haben auf der einen Seite die Hochsensiblen, besonders stark ausgeprägte Wahrnehmung auf den fünf körperlichen Ebenen, oder Hochsensitivität, wenn die der sechste, siebte sind, die Empathie sehr stark ausgeprägt ist. Und auf der anderen Seite haben wir die, die nichts fühlen. Und zwar wirklich gefühlsblind sind. 10% aller Menschen sind gefühlsblind. Und wenn diese aufeinandertreffen, 10% aller Menschen sind hochsensibel und hochsensitiv, 10% aller Menschen haben Gefühlsblindheit, das ist für Konflikte vorprogrammiert. Ja, das ist Zündstoff. Mhm. Das ist klar. Wir haben jetzt hier in erster Linie die Menschen, die eine große Sensibilität haben. Und da ist es ja eben so, dass auch die Gefühle besonders stark erlebt werden, ja, besonders intensiv. Du hast schon gesagt, dass eben in einer Partnerschaft gerade die Gefühle eine große Rolle spielen, die größte Rolle spielen. Was sind denn so deine Erfahrungen, wie hochsensible Menschen da gut mit umgehen können? Also es kommt zunächst mal darauf an, was für eine Partnerschaft Sie haben. Haben Sie eine Partnerschaft ebenfalls mit einem Hochsensiblen? Es sind ganz andere Themen im Vordergrund, als wenn Sie mit einem Normalsensiblen eine Partnerschaft haben. Mhm. Der Normalsensible, der profitiert enorm von einem Hochsensiblen an seiner Seite, weil der natürlich von seiner sinnlichen Wahrnehmung her, der kann gut Räume schaffen, wo sich andere wohlfühlen. Der kann sensorische Wahrnehmung gut wahrnehmen, die dann auch den Normalsensiblen zugutekommen. Der richtet sein Leben so ein, dass er Rückzugszonen in Anspruch nimmt, dann gewährt er sie auch anderen automatisch. Ja. Das Problem ist häufig bei Hochsensiblen mit Hochsensiblen. Moment. Entschuldigung, ich bin erkältet. Kein Problem. Dass die Arten der Hochsensibilität unterschiedlich sind. Der eine kann sehr geräuschempfindlich sein, ein anderer wiederum sehr lichtempfindlich, einer spürt alles, der nächste ist aber ein Mensch, der nicht konfliktscheu ist. Es gibt auch hochsensible Menschen, die nicht konfliktscheu sind und harmoniesüchtig, sondern die sagen, ey, ich spüre was, lass uns drüber reden. Der andere will das vielleicht nicht. Da liegt auch wiederum eine Möglichkeit, sagen wir mal, um es positiv zu formulieren, eine besonders schöne, feine Form von Kommunikation zu lernen. Ja, ich denke, das ist das A und O, das wirklich zu kommunizieren. Jetzt habe ich das aber selber auch schon erlebt, wenn man mit einem Menschen in einer Partnerschaft sich befindet, der nicht so gerne alles kommuniziert und das auch anstrengend empfindet. Ich habe das auch schon häufiger gehört. Trotzdem liebe ich diesen Menschen und wünsche mir einen Austausch und wünsche mir auch eine Harmonie. Hast du da nochmal einen guten Tipp?
wie man darauf eingeht. Friss oder stirb. Entweder willst du ihn haben, dann nimm ihn so, wie er ist. Du hast dich in den verliebt, so wie er ist. Du kanntest ihn so, wie er ist. Und das große Problem, das haben ja meistens Frauen, das haben ja Männer nicht. Aber die meisten Frauen haben das Problem, dass sie ihren Partner ändern wollen, nachdem sie ihn endlich haben. Und das geht gnadenlos in die Hose. Ja. Ja. Wenn wir uns verliebt haben in einen Menschen, der kann so beredt schweigen. Ne, man beredt schweigen, das ist auch schön aus. Und irgendwann fangen wir an zu nörgeln. Du sag doch mal, was du denkst. Was soll denn der arme Mann machen? Nehmen wir an, das ist ein Mann, ja. Dann kannst du einfach nur davon ausgehen, er wird so bleiben. Er wird so bleiben und er wird sich nicht ändern. Es sei denn, die Liebe ist so groß, dass er sagt, ach, weißt du, Schatzi, ist halt zwar nicht meins, aber komm, lass es uns mal probieren. Wir führen mal einen Redeabend ein. Ja. Kann passieren, das gibt es. Kann passieren, ne? Aber der Hauptirrtum, und den haben Normalsensible auch, genauso wie Hochsensible, ist, dass ein Partner dazu da ist, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Dazu ist er nicht da. Das ist nicht seine Aufgabe. Mhm. Unsere eigenen Bedürfnisse dürfen wir selber befriedigen. Sonst wird Liebe und Partnerschaft zu einem Warenaustauschgeschäft. Ne? Wie du mir, so ich dir und du hast den, ja bitte. Wenn es schlimm läuft oder wenn es gut läuft, ich liebe dich so, ja Schatz, ich dich auch. Ja. Und das ist es nicht. Ja? Wenn ich Redebedarf habe über meinen Partner, über meine Partnerschaft, dann muss ich mich fragen, warum habe ich das? Möchte ich etwas verändern, weil ich merke, so kann es nicht weitergehen? Dann muss er dir entgegenkommen. Das geht ja nicht anders. Entweder geht ihr auseinander oder er muss dir entgegenkommen. Oder du sagst, nee, pass auf, das ist einfach nur für eine Gewohnheit. Ich meine, wir müssen uns austauschen. Mhm. Müssen wir uns, das ist die Frage, ne? Müssen wir das dann wirklich? Oder ist das ein überbordendes Redebedürfnis, das ich auch anders befriedigen könnte? Mhm. Auch das dürfen wir in Frage stellen. Ich glaube, da hilft sehr, achtsam zu sein mit sich selbst und mit dem anderen. Vor allen Dingen aber ist auch eine gesunde Form von Selbstkritik nötig. Eine gesunde Form von Selbstkritik. Hochsensible neigen ja sowieso zu Extremformen von Selbstkritik. Mhm. Aber gesund heißt, sich selbst auch in Frage zu stellen und mir selber nicht alles zu glauben, was ich so denke. Das passt ja beides auch schon zusammen. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du gesagt hast, nimm ihn so, wie er ist, mhm, oder nimm sie so, wie sie ist. Du hast dich in diese Person verliebt und sich das immer wieder auch in Erinnerung zu rufen und dann gleichzeitig auch mich selber immer wieder zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich nötig? Und versuche ich jetzt gerade hier auch nur meine Bedürfnisse zu befriedigen, ohne jetzt direkt nach dem anderen zu gucken, ne? Und das bedeutet einfach, dass Hochsensible dann sehr viel Selbstfürsorge betreiben müssen, ne? Ja, das ist, Selbstfürsorge ist das eine Stichwort, das andere ist aber auch, warte mal, während du gesprochen hast, hatte ich noch den Faden, jetzt habe ich ihn verloren, er kommt aber sicher gleich wieder. Da ging es um die Selbstverantwortung, genau, die Selbstverantwortung. Dass wir uns wirklich auch fragen dürfen, ist es wirklich notwendig, dass wir etwas verändern oder ist es auch nur eine Vorstellung, die aus einer Gewohnheit entspringt? Ja. Und es kann sein, dass wir einfach noch nicht gelernt haben, Dinge zu akzeptieren, so wie sie sind. Denn eins muss uns vollkommen klar sein, egal was wir tun oder ob wir etwas nicht tun, also ob wir miteinander reden oder ob wir miteinander schweigen, wir zahlen für alles einen Preis. Mhm. Und das ist eben das, wo wir uns irgendwann mal fragen müssen, wenn ich einen Schweiger habe und der schweigt immer und ewig und meine Seele geht zugrunde. Die fängt an zu verdorren wie eine Pflanze, die kein Wasser kriegt, weil mich mir immer nur ausdenken, wie es dem anderen geht und ich kriege aber kein Feedback, keine Resonanz. Das führt meine Seelenpflanze zum Verdorren. Dann muss ich erkennen, unter Umständen hat diese Partnerschaft keine Zukunftschancen. Mhm. Wenn der Preis so hoch ist. Wenn der Preis aber so hoch ist, dass ich sage, naja, ist eine Gewohnheit und vielleicht ändere ich einfach mal meine Ansprüche an meinen Partner und lerne, seine nonverbale Kommunikation kennenzulernen, zu entschlüsseln, dann kann es auch sein, dass das eine Lösung ist. Mhm. Welches ist der Preis, den du bereit zu zahlen bist? Das ist die große Frage. Die Frage heißt, zusammen zu bleiben zu dem und dem Preis
miteinander sich weiterzuentwickeln zu dem und dem Preis, Diskussion, Auseinandersetzung, oder sich zu trennen zu dem und dem Preis. Das heißt, immer bereit sein, auch die Konsequenzen zu tragen. Ja. Muss mich einfach dazu entscheiden. Müssen wir die, ne? Kennen. Mhm. Ja, und es ist natürlich auch so, was mir jetzt auch immer mal wieder bewusst geworden ist, dass ein Partner ist ja auch nicht dazu da, mich in meiner Harmonie zu bestätigen oder mich dauernd zu bestätigen, sondern es ist ja in der Regel so, dass wir uns in jemanden verlieben, der besonders gut darin ist, uns anzutriggern, genau mit den Stellen, die richtig wehtun auch. Dafür haben wir sie. Dann können wir dreimal am Tag Danke sagen. Danke schön, dass du mich darauf aufmerksam machst. Da habe ich noch eine blinde Stelle. Genau. Dann in diesem Falle brauchen wir aber auch ein Handwerkszeug, um dann mit den auftretenden Gefühlen klarzukommen. Mhm. Ja, die ja zum Teil sehr heftig sind. Hast du da, oder was ist da so deine Vorgehensweise? Was rätst du Menschen, die diesen ganz intensiven Gefühlen konfrontiert sind? Na, der springende Punkt ist ja immer, wir lieben ja intensive Gefühle, gerade in der Liebe. Ja, die ist doch toll. Ja, der springende Punkt ist, zu unterscheiden, was sind die unerwünschten und was sind die erwünschten Gefühle und wie gehe ich mit dem um. Wir können nicht sagen, schau mal, das ganze Leben ist eine Sinuskurve, ne? So, geht rauf und runter. Ja? Und das ist ausgeglichen. Und dann gibt es Menschen, die kommen zum Beispiel zu mir zum Coaching und sagen, ich möchte nicht mehr die tiefen Ausschläge, ne? Wie ein tiefen, ja, so Depressionen und zerstörerische Tendenzen und alles möchte ich nicht mehr. Sag ich, aber bist du bereit, dann da oben auch was zu kappen? Nö, das ist doch toll. Sag ich, ja, aber schau mal, was passiert, wenn du da unten was? Ne? Dann geht es da oben auch. Aha. Also es geht darum, mit allen Gefühlen gut haushalten zu können. Und sich nicht ausgeliefert zu fühlen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Denn wenn ich weiß, dass ich meine Gefühle selber steuern kann, alle, positive wie negative, die kann ich steuern, dann bin ich nicht mehr hilflos ausgeliefert, sondern kann damit gut umgehen lernen. Und das Steuern, das lerne ich dadurch, dass ich erstmal realisiere, dass Gefühle in der Regel eine Folge von Gedanken sind. Ja, ich denke zuerst etwas und danach kommt die entsprechende Reaktion. Das ist kein Bruchteile von Sekunden. Man kann das heute auch mit Biofeedback messen. Bevor eine Hand sich bewegt, ist nachweisbar, dass es bereits elektrische Impulse im Gehirn gab. Also ich habe noch gar nicht gedacht, dass ich meine Hand bewegen will, aber da hat sich schon was getan. Und so ist es auch mit Gefühlen. Ich habe vorher was gedacht, irgendwann vorher, kann auch vor 10 Jahren gewesen sein. Zum Beispiel, ich will nie wieder diese Situation in der Partnerschaft erleben. Nie wieder. Und dann hat er die Augenbraue hochgezogen und die Tür hat geknallt vor 10 Jahren. Ja? Und gesagt, nie wieder. Jetzt macht er das, ja, ist aber ein ganz anderer Mensch. Ich lebe in einer ganz anderen Situation. Aber ich habe mir mein negatives, abwehrendes Gefühl vor 10 Jahren kreiert, als ich gesagt habe, die hochgezogene Augenbraue und die geknallte Tür, das war leider nur ein Windstoß. Ja, aber mein Signalsystem geht an. Meine Stresshormone fangen an zu pulsieren in meinem Körper. Ja. So, dann habe ich nicht realisiert, dass das, was heute ist, nicht mehr das Gleiche ist wie vor 10 Jahren. Der Reaktionsprozess läuft aber gleich ab. Ja. Und da zu schauen, wann habe ich einen Fluchtreflex, wann habe ich einen Angriffsreflex und wann habe ich den Todstellreflex. Kennen wir alle. Ne? Ganz normale, ist noch Höhlenmenschengeschichte, haben wir alles genetisch noch in uns. Und welcher Typ bin ich denn? Es gibt welche, die reagieren immer damit, zunächst mal anzugreifen. Dann kommt das, ich nenne das die Drama Queen, ja. Männlich oder weiblich ist an der Stelle egal. Drama Queen. Dann wird ordentlich gestritten und bla bla bla, ja. Dann gibt es welche, die kriegen einen Fluchtreflex. Sie gehen also weg, entziehen sich. Das sind die Schweiger, die dann auch mal weggehen, 3 Stunden spazieren gehen und wiederkommen und immer noch nichts sagen. Ja, so. Mhm. Und die sich totstellen, das sind dann die Depressiven. Das Leben ist ungerecht zu mir. Schon wieder geht es nicht weiter. Ich möchte am liebsten nicht mehr aufstehen. Na, so. Und zwischen diesen drei Elementen schwanken wir. Wir haben aber fast immer eine bevorzugte Reaktionsweise. Mhm. Und da ist es hilfreich, das herauszufinden, weil dann kann ich es verändern. Und du hilfst den Menschen auch,
viel über sich selbst herauszufinden und dann gute Strategien zu entwickeln, ne? Ja, das ist ja, das ist genau das Ziel. Und ich meine, immer wenn man beratend tätig ist, ist das Ziel, den Menschen Selbsthilfe zu ermöglichen. Ne? Nicht, dass er bei mir auf dem Schoß sitzt und auf ewig abhängig ist. Nein, zu lernen, wie kann er sich selbst coachen im besten Fall? Wie kann er sich selbst ermächtigen? Es geht um Empowerment tatsächlich. Wie kann ich nicht mehr hilflos ausgeliefert mich fühlen, sondern Herr meines Lebens werden? Ich bin der Regisseur. Das ist der Sinn und Zweck. Auch von dem, was ich an Büchern schreibe oder an Artikeln schreibe oder an Webinaren mache. Ja, es geht immer darum, selbst zu ermächtigen. Deine ganzen Angebote, die werde ich dann auf jeden Fall in den Shownotes auch verlinken, dass die Menschen dich finden können, weil du da einfach auch schon ganz viel Erfahrung hast. Und es gibt aber noch ein Thema, auf das ich gerne mit dir eingehen würde, und zwar ist das die Seelenpartnerschaft. Dazu hast du ja auch schon ein Buch geschrieben. Das ist ja etwas, was sich viele Menschen immer wünschen, in der Hoffnung, dass, wenn ich meinen Seelenpartner gefunden habe, ist alles gut. Ja, was ein Irrtum. Erzähl uns doch mal ein bisschen davon, von dem Seelenpartner, was uns da erwarten kann. Ja, das ist so schön, wie du das gesagt hast. Das ist genau das, was die allermeisten Menschen denken. Auch ich, bevor ich andere Erfahrungen gemacht habe. Ja. So, wenn der Seelenpartner, der ist mir so nah und so verbunden und es ist so eine wortlose Nähe da. Der Himmel hängt voller Galgen, die Wolken sind rosarot und das bis ans Ende unserer Tage. Ja. Das ist so ungefähr wie der Osterhase hoppelt durch den Garten und demnächst kommt das Christkind. Wir haben zu viele Hollywood-Filme gesehen, ganz einfach. Hollywood-Filme hören immer auf, wo sie sich knutschend dann wiederfinden. Ja? Der Seelenpartner ist was ganz anderes. Der Seelenpartner lehrt lieben, der lehrt loslassen, der lehrt innere Freiheit, der lehrt Verbundenheit trotz und wegen vielleicht nicht mal Alltagstauglichkeit. Der lehrt, uns selbst kennenzulernen. Der ist Seelenpartner, um uns zu erinnern an das, was wirklich wichtig ist. Das ist wie eine Verabredung, die haben wir irgendwann mal getroffen, zu irgendwelchen Zeiten und dient immer der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt nicht unbedingt der Partnerschaftsentwicklung, das muss man sehr auseinanderhalten. Seelenpartner können auch Freunde sein. Wir könnten Seelenpartner sein. Mein Hund könnte Seelenpartner sein. Ja, und Liebesfähigkeit und Fürsorge, Möglichkeit mit mir trainieren. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und auch ein anderer weit verbreiteter Irrtum ist, dass es nur einen Seelenpartner im Leben gibt. Mhm. Kann ganz viele geben. Mhm. Und hast du da auch in deinem Buch zugeschrieben über bestimmte vielleicht Erkennungsmerkmale, woran merke ich, dass es dann mein Seelenpartner ist? Ja, ein ganz wesentlicher Merkmal, ein wesentlicher Punkt bei diesen Merkmalen ist, Entschuldigung, das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Mhm. Du triffst den und denkst, hä, wo hast du den schon mal gesehen? Oder sie? Ja? Oder was auch ganz spannend ist, du erkennst, dass du dich an bestimmten Zeitpunkten deines Lebens an gleichen Orten gefunden hast, also wo sich die Lebenswege bereits schon mal überschnitten haben. Mhm. So diese Zeitraum des Kontinuum verliert Bedeutung und die Zeitgeschichte bekommt eine andere Qualität. Ein Treffen mit einem Seelenpartner hat so eine Dichte, so eine Intensität, wie sonst vielleicht 2 Wochen Urlaub mit einem Ehemann. Sag ich mal. Ja. Gut, und es kann sein, dass der Ehemann ein Seelenpartner sein kann, ja. Ja, und es kann sein, wenn man sich trifft, dass gleich diese starke Verbindung spürbar ist. Und trotzdem kann es sein, dass es nicht sich eignet für eine Partnerschaft. Du hast gesagt, nicht alltagstauglich. Mhm. Naja, es wird auch, muss ja nicht mal alltagstauglich sein. Es gibt sehr, sehr viele Seelenpartner, die sich begegnen und sind in Beziehungen. Oder leben auf unterschiedlichen Kontinenten oder haben unüberbrückbare Differenzen, wo es ganz, ganz merkwürdig ist, also zum Beispiel riesige Altersunterschiede oder
Also ich kenne ein Seelenpartnerpaar, die sind seit mehr als 25 Jahren sind die jetzt zusammen. Da ist er 25 Jahre jünger als sie. Und sie leben in zwei unterschiedlichen Städten, Frankfurt und München. Und das seit 25 Jahren passt wunderbar. Aber die haben sich für eine Partnerschaft entschieden. Die leben in einer Partnerschaft. Sich für eine Partnerschaft entschieden. Es gibt auch keine Parallelpartner oder sowas. Nein, es ist ganz klar so, das ist unsere Lebensform, die wir gewählt haben. Und ich kenne Seelenpartnerschaften, die bereit waren, wirklich ungewöhnliche Wege auch des Zusammenlebens zu gehen. Das ist jetzt sehr krass, 400 Kilometer Unterschied. Ich kenne aber welche, die sind auch verheiratet, ja, wohnen in der gleichen Stadt, aber nicht in der gleichen Wohnung. Wohnen in der gleichen Straße, aber nicht in der gleichen Wohnung. Wohnen im gleichen Haus, aber nicht in der gleichen Wohnung. Ja? Also wirklich, ich kenne aber auch Polyamore. Ich kenne die eine Frau zum Beispiel hat mit zwei Männern eine Partnerschaft. Die leben auch zu dritt zusammen. Mit einem hat sie geheiratet und mit dem anderen hat sie ein Kind. Schön. Und einer noch, der, und zwar der, mit dem sie geheiratet hat, ist 20 Jahre älter als sie. Wow. Und der andere, der Papa vom Kind ist genauso alt wie sie. Also es gibt, also da gehört viel Mut dazu, die Lebenswege zu finden, die dann passen. Hm. Die wirklich unter Umständen ganz ungewöhnlich und unkonventionell sein können und dann natürlich auch anecken. Was sagten die Familie dazu? Die Nachbarn, die Gesellschaft. Ja. Das stimmt, das ist ein Weg. Ich kenne auch übrigens zwei weibliche Paare, die waren heterosexuell bis 50. Und beide, also zwei Paare, vier Personen, waren alle um die 50. Und die haben sich jeweils in einen gleichgeschlechtlichen Partner verliebt, waren aber bis dahin nicht homosexuell. Yeah. Oder denkst, kann nicht sein, ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder und verliebt mich in eine Frau. Ja. Und die haben sich dann tatsächlich getrennt und nochmal neu geheiratet. Ich finde das toll, dass das alles möglich ist heutzutage so, wie sich das alles entwickelt. Ich finde das richtig schön. Ja, ist toll, ne? Wenn wir den Mut haben und die Freiheit existiert heute, wir brauchen aber schon auch Mut, das darf man nicht übersehen. Das kann gerade hochsensible Menschen unheimlich viel Kraft kosten. Und ja. Der Stressfaktor ist ja ein ganz wichtiger Punkt für Hochsensible, weil Stress ist tatsächlich ein physiologischer Vorgang. Also der Hormonpegel steigt enorm an, Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin. Und wenn wir keine Möglichkeit haben, den abzubauen, dass er wieder runtergeht, dann ist das wie eine biochemische Vergiftung im Körper. Und sogar Verliebtheit, ne? Das ist ja, verliebt zu sein, schüttet einen riesigen Cocktail an Hormonen aus, kann richtig, richtig Stress und nicht nur angenehmes Schmetterlingsflattern im Bauch machen für Hochsensible. Und da muss man einen eigenen Weg finden, damit umzugehen. Und da unterstützt sie auch die Menschen. Genau. Ich habe das damals auch erlebt. Ich weiß es noch, da war ich mal sehr verliebt. Ach, das ist schon fast 20 Jahre her. Aber das war richtig Stress für mich. Und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt schon, okay, das kann alles passieren. Da kann auch emotional ganz viel alte Geschichten hochkommen. Und dann konnte ich das geschehen lassen. Ich glaube, es ist gut, einfach darum zu wissen. Und da helfen ja zum Beispiel auch deine Bücher, dass man weiß, das ist normal, ja? Mhm. Ich sollte jetzt ganz verliebt sein, aber mir ist dauernd zum Weinen zumute. Und das kann vorkommen. Ja, immer wenn etwas tief berührt wird. Wenn etwas tief berührt wird, dann geschieht auch Veränderung. Das ist echte Transformation. Ich meine, wenn etwas nicht tief berührt wird, gehen wir keine Partnerschaft ein. Dann ist es eine Freundschaft oder Interessensgemeinschaft oder WG. Auch das ist okay, ja. Aber die tiefe Berührung, die hat immer was mit Transformation und Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Sonst könnten wir alleine bleiben. Mhm. Ja, das ist wirklich so. Und viele Menschen glauben, dass Partnerschaft immer Glück und Harmonie bedeuten muss. Nein, im Gegenteil. Reibung und miteinander wachsen, das ist doch Sinn und Zweck der Partnerschaft. Sonst könnte man alleine bleiben. Ja, das ist ein schönes Fazit. Also, wenn du bereit bist, dich auf eine Partnerschaft einzulassen, dann hast du eben auch diese Sinuskurven, ja? Du musst bereit sein, die wunderbare Verbindung zu fühlen, die Nähe zu fühlen, die Liebe zu fühlen und gleichzeitig
getriggert zu werden und auch mit alten Schmerzen konfrontiert zu werden, um zu wachsen. Ja, muss noch nicht mal sowas sein. Ne? Kann ja auch, es gibt ja ganz aufgeräumte Menschen, die haben gar keine Schmerzen. Aber auch in solchen Partnerschaften gibt es Flauten. Schlicht einfach Flauten. Oder halt denkst du, oh Schatzilein, langweilt sich schon mit mir. Nee, so weit ist noch nicht. Aber ne, so. Es muss nicht immer alles prickelnd und lebendig sein und mit Herzchen und so. Nee, gibt immer Abwechslung. Von den Büchern, die du jetzt geschrieben hast, auch zu dieser ganzen Thematik, gibt es eins, was du besonders empfehlen könntest, jetzt zum Thema Hochsensibilität und Partnerschaft? Ja, zum Thema Hochsensibilität habe ich das Buch geschrieben, Ich spüre was, was du nicht spürst. Da geht es auch um Partnerschaft. Und zum Thema Seelenpartnerschaft habe ich Liebe ohne Limit, wie man Seelenpartner findet und erhält, Seelenpartnerschaft. Also die beiden wären beide das Günstigste. Dann kann ich die ja auch mit in den Shownotes verlinken. Das ist auf jeden Fall gut, da schon mal einen Eindruck zu gewinnen. Möchtest du vielleicht noch mal vorstellen, wie ihr jetzt konkret mit hochsensiblen Menschen arbeitet oder was ihr da für spezielle Angebote habt? Ich sag schon ihr. Ich habe jetzt noch gar nicht erzählt, dass du ja mit deinem Mann gemeinsam auch viele Seminarangebote machst, ne? Ja, richtig. Zum Beispiel Luft und Liebe. Da geht es tatsächlich um Liebe und all dem, was dem entgegensteht. Weil wir wollen es ja alle. Wir wollen ja alle in Liebe badend leben. Ja. Aber meistens gibt es da irgendwelche Widerstände oder Blockaden, die das verhindern. Und da machen wir eine schöne Kombination, nämlich ein Urlaubsseminar mit diesem Thema. Ansonsten Coaching, Beratung, spirituelles Guiding. Das ist das, was mein Mann Ananda macht. Das auf viele Arten. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Coaching-Angebote, von Blitzcoaching in einer Stunde bis Intensivcoaching von 9 Monaten oder ein Einzelretreat auch hier bei uns auf der Insel La Palma. Das kann am besten jeder für sich selbst rausfinden, wenn er einfach auf die Website guckt, sonst müsste ich jetzt nur eine halbe Stunde erzählen, was es da gibt an Möglichkeiten. Nur kurz, was ist spirituelles Guiding? Das ist nicht Coaching. Coaching hat sehr viel mit Zielorientierung, Lösungsorientierung zu tun. Wir haben ein Problem, wir haben Aufgaben und die lösen wir auf die und die Art und Weise. Spirituelles Guiding, da geht es tatsächlich um das innere, wahre Wissen, das Wesenskern, das, was du bist, wenn du jenseits deiner Gedanken und Gefühle und Vorstellungen vom Leben bist. Das ist, das geht da darum, wer bist du wirklich und wie kannst du von den ganzen unfrei machenden, schmerzhaften Dingen, die dich in deinem Leben triggern, loslassen. Okay. Also du hast jetzt nicht mehr ein konkretes Ziel vor Augen, sondern du begibst dich in die Verbindung zu dir selbst letztendlich. Ne? Was ist jenseits der Ziele? Was ist jenseits der Probleme? Was spannend. Ist jenseits? Wenn, stell dir vor, du hättest alle Probleme gelöst. Wärst du dann glücklich? Und die allermeisten Menschen sagen nein. Warum? Stell dir vor, du hättest genau das Geld, was du haben willst. Du würdest so wohnen, wie du haben willst. Und du hättest einen Partner, wie du es haben willst. Deine Kinder sind in Ordnung. Und dann Haus, Hund und ich weiß nicht was. Und bei der Vorstellung merken viele, oder viele, die es erreicht haben. Ich habe ja viele Klienten, die haben das erreicht. Die sagen, ja, aber irgendwas fehlt immer noch. Und das ist dann, wenn du merkst, da ist noch was. Da gibt es noch viel, viel mehr. Das ist das Metaphysische, das Jenseits des physisch Liegenden zu erkennen, was ist mein wahres Wesen, was ist auch etwas, was völlig ungebunden ist von meinem Körper, was über Reinkarnation in anderen Leben schon existiert hat und immer existieren wird. Toll, da habt ihr ja echt ein sehr breites Spektrum an Angeboten. Sehr schön. Dankeschön, Anne. Das war jetzt total inspirierend und die Zeit ist verflogen. Im Flug. Ja, hat Spaß gemacht. Das ja, merkt man daran, wenn die Zeit so verfliegt und du denkst, oh, das ist schon soweit. Ja, okay, dann war es schön. Ja, war schön, wirklich. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für deine Zeit und dann bis bald. Ja, danke schön. Tschüss. Bye, bye, Stefanie.